Okay, können wir mal testen? Okay. Sehr geehrte Damen, nee, das ist ja, wir sind ja gar nicht bei, an dieser verschissenen Schlachthofzaun, sondern wir sind ja hier an der Peiler Geburtstagswand. Sehr geehrte Peiler und Peilerinnen, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Wir haben jetzt hier mal eine Wand außerhalb des Schlachthofs, so kann es auch aussehen in München. Und alle haben hier ein Peilerbild gemacht zu Peiler seinem Geburtstag. War echt eine geile Party, wer alles da war. Wunderbar. Sogar der Herr Wonn hat sich die Ehre gegeben. Fangen wir an. So eine kleine Bildbesprechung. Ne? Gut, hier geht's los mit dem ganzen Peilorama da. Da steht's ja schon. Da, das hat irgendein Großvater gemacht für einen Peiler. Metallic-Dosen. Ja, klassisch irgendwie. Mir gefällt's. Ah, Omikron mal was anderes. Sehr gut, mal was Neues wagen. Finde ich super mit der Plasma-Optik und nicht immer das Gedaste. Noch ein bisschen mehr ausarbeiten, aber wahrscheinlich war die Party dann wichtiger als malen. Es war auch bumsheiß, die Sonne ist ja richtig runtergebrannt. Mein Beileid an alle. Rimbu aus Utrecht, aus den Niederlanden. Ja. Rimbu, ja, klassisch. Alle haben wegen diesem R diskutiert, ob es nicht ein B ist. So rein, wäre es gegangen. Ah, egal. Toll, danke fürs Erscheinen. Aber nimm jetzt kein falsches Bild von München mit, dass wir dauernd Partys machen mit Bier und dann ein bisschen sprühen. Das wäre schön, mal auf dem Zug so, aber die Zeiten sind leider vorbei. Hier, das ist, glaube ich, vom Ding, wie heißt er, vom Amadeus Peiler. Ich mag den Style von ihm, aber die Farben sind jetzt nicht so glücklich. Egal. Hier, das Peiler finde ich total lustig, den kannte ich jetzt nicht, aber schau mal, wie das eh sich freut. Ist was Simples, aber hier war es so heiß in der Mittagssitze. Das eh freut sich noch mehr Richtung Buffet, da hinten war es Bier. Gut, ah ja. Dieses Fräulein Hallo, ja, dieses Fräulein Hallo, unten oben vom Dach. Hallo, wir vergessen sie nicht. Drüber in die Graffiti-Geisterbahn von den Larrys. Das macht ihr prima, alle haben Spaß. Hatten wir auch. Hier auch. Da, von der Tante Power, hier auch ein Peiler. Mit Gluck, gluck, gluck. Ah. Der München-Kenner weiß, von wem das ist. Ich glaube, das ist vom Dr. Ideal. Ja? Ah, ein Peiler vom Sky. Füllung Oldschool. Wow, wow, wow. Schau mal, was ist denn das, Lennart? Das ist doch irgendwie so ein besoffenes Monchichi oder so. Wow, toll. Aber mit Highlights und wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Der Mann hat so viel Gluck, 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 Gluck gemacht. Und hat danach, nach der Druckbetankung, nachdem er alle, wow, hat er losgelegt. Nichts mehr erst sprühen, dann saufen. Heidelan egal, Heidelan egal. Noch ein Peiler mit so kleinen Dingern, ja. Ja, da sieht man mal Leute, die schaut alles eher aus wie so ein Zug, aber egal. Face, was Grafisches, gefällt mir ganz gut. Aber es ist zu heiß, noch mehr ausarbeiten. Hier an der Wand bleibt es noch stehen. Aber das finde ich schön, also mein Geschmack. Und das sind sogar Gäste aus Dortmund. Superieur. Das finde ich ja, toll, weil das ist eine abgeschlossene Arbeit, so wie das erste da vorne. Das Peiler so mit der Hintergrund und voll reingedonnert und oh, ich dachte erst, es ist ein Auftragsmaler und so, aber nee, das ist Ölmaler, deswegen dieser schöne Horizont hier, violett und dann Pastelltürkis. Ja, der weiß, wie es geht. Gehen wir um die Ecke, da gibt es noch was. Da wird es dann dunkler schnell. Da haben die blauen Vögel noch was gezaubert.
Schubdidu. Ah, jetzt wird's dunkel. Da musst du dann irgendwie umstellen vom Licht, glaube ich, Leonardo. Da, ja. Hier. Oi, das ist ja echt dunkel. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das ist schön. Dirty. Mann, das hätten wir 86 haben wir sowas gefeiert irgendwie. Haben es noch nicht ganz so hingekriegt. Ja, einige schon. Schaut echt aus wie mit Ultracolor Standard Cap. Super. Hey, vom Peiler ein Peiser? Nein. Vom Peiser ein Peiler? Gefällt mir sehr gut. Wieder ein anderer Style. Und die haben so viel Farben. Die haben sich sogar darauf eingestellt, auf dieses Erdbeerrot da hinten auf der anderen Wand. Da war aber kein Platz mehr. Ich war mal früher da als die. Unglaublich. Und hier vom Twist. Also mittlerweile sind es ja keine Verzipflungen mehr, sondern Schnörkel. Ja, ja. Ja, und der blaue Vogel, den finde ich super. Der. Sag ich mal, ein toller Charakter, toller Charakter. Geiler blauer Vogel, den finde ich gut. Der hat was von einem guten Throw-Up. Ich sehe ein Bild, oder? Ja, geh wieder vor, oder? Lieber Peiler, alles Gute nachträglich und keep on bombing. Danke und auch danke an unseren edlen Kurator, der diese Wand zur Verfügung gestellt hat und aufgestellt hat. Die ist nicht für alle. Da muss man leider fragen, den Herrn Dr. Sky, ob man da malen darf. Aber jetzt in nächster Zeit passiert da nichts. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen wirken hier. Ja. Wir brauchen mehr Wände, wo dann auch wieder alle ran dürfen. Aber nachdem wir das am Schlachthof sehen, dass es zu klein ist und jeder meint, er muss seine Grütze machen, haben wir da halt die Graffiti-Geisterbahn, bis die Stadt mal ein bisschen mehr Wände rausrückt. Super. Gut, dann gehen wir jetzt noch aufs Dach, weil es irgendwann wieder aussieht. Ne? Yeah. Von der Hauscrew haben wir ja gerade gehabt, ja. In Kunstakademie, Ästhetik ist aber nicht auf der Kunstakademie und jetzt hier Kunstakademie. Und was ich echt witzig finde, ich habe ihn nicht gesehen, aber dieser Strohhalm hier mit diesem 3D-Effekt, das war doch der Lumit. Oder war der Lumit hier da? Der Lumit war hier, da, tschack, und schon mal weg. Ja, das ist echt so geil, genau dieser 3D-Effekt, damit der Lumit macht damit ganze Bilder. Habt ihr gut geschaut, habt ihr gut studieren, diese Lumen. Ey, der ist auch nicht schlecht hier. Ja. Gut studieren, diese Lumen, ja. Haben sie nein, nur diese, da, was kommt, diese. Okay, die sind nicht fertig, das war auch total heiß da oben. Aber die Farbkombo, das sieht man jetzt nicht mehr. Dieses matte Violett mit diesem zarten Gelb und diesem Grautürkis. Top, hätte es das fertig gemacht. Die Outlines sind dann immer die Schwierigkeiten, dann geben die Leute dann immer auf. Ja, Mahlzeit dann doch in Öl, liebe Kunstakademie-Studenten. Danke fürs Erscheinen, danke an alle. Peiler, tolle Crew, die hier gemalt hat, so unterschiedlich, cool. Wir brauchen mehr Wände in der Stadt. Lennart, jetzt kannst du ausmachen. Jetzt genug. Oh. Ja, dann gehe ich noch an der Geisterbahn vorbei. Ah ja, das ist auch geil. Hier, das ist auch geil. Schau mal.